current research in geomorphology related to these kinds of topics of sediment dynamics is to identify the hotspot where the sediment came and where the sediment go. Im Kaunertal gibt es hier auf kurzer Distanz praktisch alles, was charakteristisch für den gesamten Alpenbogen ist. This is a particularly suitable area for a couple of reasons. One, apart from the glaciers, it's very, very steep, so there's a lot of sediment mobilization that occurs. As bedrock is weathered to sediment, that sediment moves downslope under gravity. The other part is that it's representative of many areas around the world where glaciers are retreating rapidly, and that just exacerbates or accelerates the rate of sediment movement because there's a lot of sediment in the ice, and as the ice melts, that's released, and also the ice, of course, becomes water, which can transport sediment. Well, here we have a really good example of the effects of global change with the retreat of this glacier, which is pretty unbelievable when you see it on the ground. And so that, you know, not only is going to change kind of what's happening just here and with freeing up all of these sediments here and allowing them to move, but you can also really change how much water is in the river. So if you have less snow in the winter, you have less ice up there to melt in the summer melt season, and you have a really different distribution of water coming down this river, which can really change just what floods look like, how big they are, how often they are, which will have a really big effect on how the sediment moves. Als Forschungsobjekt ist dieses Tal extrem spannend aufgrund dessen, weil wir zunächst mal genau die Wechselwirkung haben zwischen Natur und Mensch. Wir haben hier also ein Gletscherskigebiet, wir haben ein Speicherkraftwerk wenige hundert Meter unterhalb. Wir haben Infrastruktur verschiedenster Art von Wasser, Abwasser, Strom und Straßen. All diese Objekte wollen geschützt werden. Sedimente gehen von oben und wollen nach unten, also sie folgen auch der Schwerkraft natürlich. Sie kommen hier in dem Fall von den Felsen, die man überall außenrum sieht. Da lösen sie sich in Form von Steinschlägen, Felsstürzen. Das setzt sehr viel Energie frei. Und dann gibt es immer wieder einen anderen Prozess, der übernimmt das. Das ist wieder Staffellauf. Also der erste Staffellauf, das ist der Steinschlag, der bringt es runter auf die Schutthalde. Auf der Schutthalde kommt vielleicht eine Mure, übernimmt die Staffel, transportiert die ins Gerinne. Und was wir jetzt hier sehen, das Gerinne, das ist der dritte Staffel, die dritte Staffel dann sozusagen, die nimmt es dann und transportiert es langsam aus dem Tal raus, wird häufig zwischengelagert. Also auf diesem Weg der Sedimente von den Hochgebirgen unserer Erde schlussendlich zu den Ozeanen unserer Erde über die Flüsse werden die Sedimente natürlich an vielen Stellen zwischengespeichert, wie beispielsweise menschengemachte Stellen, wie Staukraftwerke, Staudämme und sonstige Verbauungsmaßnahmen, wo wir sozusagen menschlich eingegriffen haben und diesen natürlichen Sedimentfluss unterbrechen gewissermaßen. Andererseits aber auch ganz natürliche Sedimentfallen können entstehen, beispielsweise durch große Sturzereignisse, die ganze Täler abdämmen können und dann diese Flüsse, die in diesen Tälern fließen, sozusagen dort den Sedimentfluss unterbrechen können. But a lot of times stabilization comes from plants. So land cover that includes grasses, forest, that all helps to keep sediment in place. It's also hard to measure the movement of, you know, things like this. It's because it doesn't happen that often. Times when these things are getting moved, you can't go down and really pick them up and see how fast they're going. So it's a challenge, but there's a lot of people going for it, trying to figure it out. Sediment movement is effectively a process of, in alpine environments, is effectively a process of movement predominantly by water. You can get sediment being moved by snow avalanches. That's relatively rare. You can get sediment being moved by glaciers, but glaciers generally move very slowly. There are some parts of the world where they can actually move sediment very quickly, and so most of the work is done by water. And that means that what makes sediment move in this kind of environment are those meteorological events that can put lots of water in the landscape. And there are really two types that are key here. One is just plain rainstorms, very intense rainstorms that can produce water that moves over the land surface quickly. That can entrain sediment, it can move the sediment. But the other process that's very interesting in alpine environments relates to snow, because snow during the winter is a big accumulator of water, such that when you get a storm in the late spring or early summer and it falls on snow, not only do you get the rain that comes from the storm,
but you get the rain that comes from the rapidly melting snow. And often the really big exciting events are rain on snow events in geomorphic terms, because they can produce very high amounts of sediment. And it really is the size, it's the amount of water that matters, because most sediment transport follows a non-linear transport law. That means above a resistance to motion, the transport rate doesn't increase linearly, it increases non-linearly with a power greater than one. And what that means is that small increases in the transport capacity of the system can lead to much bigger increases in the amount of sediment that's transported. But what we're able to do now, and the really exciting bit, is to actually start to get a handle on what goes on high up and how that's been forced by things like climate. And then how that signal, if you like, gets propagated down through to the valley bottom. If it gets propagated, when it gets propagated, what are the conditions that cause it to connect? And that has implications both for long-term strategic planning. So that's how are you going to manage your basin if you've got a town that needs protecting from a sediment problem, but also much better short-term forecasting and warning. And now it's quite common in certain alpine communities to be able to evacuate people before these very serious events happen, and that reduces loss of life quite significantly. Die Schutzbauten, die wir heute in den Gewässern haben, in den großen Gewässern, sind in den letzten Jahrhunderten entstanden, vor 50 bis 100 Jahren. Und verursachen die heutigen Probleme. Und wir müssen heute unsere Schutzbauten, die eine Lebensdauer von 50 bis 80 Jahren haben, schon so gestalten, dass wir nicht in Zukunft größere Probleme verursachen. Und deshalb kann die Wissenschaft natürlich auch Kenntnisse liefern, wie man auf diese zukünftigen Ereignisse oder Szenarien sich einstellen kann. Ja, das ist das sogenannte Bodenradar, das wir angewendet haben, oder auf Englisch Ground Penetrating Radar oder GPR. Das ist ein sogenanntes Impulsreflexionsverfahren, das heißt, es wird ein elektromagnetischer Puls in den Untergrund abgestrahlt, wird reflektiert an Schichtgrenzen im Untergrund und die reflektierten Wellen werden dann wieder empfangen und damit kann man also den Aufbau der Sedimente im Untergrund kann man damit erkunden. Dieser terrestrische Laserscanner, der ist sozusagen nicht in der Lage, in die Erde hineinzuschauen, aber dafür sehr, sehr genau die Erdoberfläche abzutasten. Bis hin dazu, dass man dann hoch aufgelöste dreidimensionale Geländemodelle bekommt. I am doing a workshop on using unmanned aerial vehicles or drones to measure topography and to get aerial photographs. It's really good advances in the drones and in the software. And so now you used to have an airplane or have to have a satellite or something really expensive and not accessible. And now you can take your drone and fly it around for 15 minutes and make a DEM that's fantastically detailed. Hier haben wir aufgebaut eine Geoelectric, das heißt, wir speisen Strom in den Untergrund ein. Und der Untergrund ist unterschiedlich gut leitfähig. Das heißt, grobe Steine leiten viel schlechter den Strom als zum Beispiel der feinere Sand dazwischen. Und wir können mit dem Gerät 30, 40 Meter in die Tiefe gucken und wir können jetzt praktisch wie eine Hirntomographie in den Boden hineingucken und sagen, oh, hier ist aber ein großer Felsbereich, der rauskommt. Hier, das ist das alte Flussbett noch und hier liegt viel Sand, da muss das und das passiert sein. Also wir können in den Untergrund gucken. Sometimes sediment budgets are used to make statements about things in the landscape that aren't really correct. And I hope at the end of it people will go away with a better understanding of how to do a sediment budget, how to manage error, how to know whether or not they really are measuring a sediment budget or whether it's just noise due to the instruments that they've got. Das ist genau das, was wir eigentlich in der Forschung brauchen. Wir müssen natürlich die Veränderungen, die beobachten wir, aber wir brauchen unbedingt Zahlen. Wir wollen das Ganze ja einspeisen dann in Modelle und dazu ist hier eine sehr, sehr gute Grundlage im Kaunertal. Also ich finde die Summer School eine ganz tolle Idee. Es ist etwas, was wir so im Alltag an der Uni nicht machen können. Ich erzähle viel Theorie in der Vorlesung, aber direkt unmittelbar danach rauszugehen ins Gelände und das wieder zurückzunehmen in den Übungsraum, das ist das enge Zusammenspiel von Theorie und Praxis. Das finde ich eine ganz fantastische Idee und natürlich, dass hier Doktoranden, Masterstudenten mit einem schon Erfahrungshintergrund zusammenkommen, die sich jetzt hier austauschen können.